Geschichte des Döners, Dönerkultur und Migration in Cemgrill in Prenzlauer Berg. Gäste, Autor Eberhard Seidel und die Mitarbeiterin des Ladens Berner Hochgräve. Die Folge wurde von Doris Akrab moderiert. Ja, herzlichen Dank, Patricia. Großen Dank für diese Idee von der Bibliothek Pankow. Ich hätte Eberhard im Verdacht gehabt, weil Eberhard Seidel ist ja in Deutschland sowas wie der erste Dönerologe. Als ich die Veranstaltung auf Facebook geteilt habe, ich glaube, das ist die meistgeteilteste und gelikedeste Veranstaltungsankündigung, die ich je gemacht habe. Es haben mehrere Leute auch drunter kommentiert, einen Satz, der offensichtlich hier immer fällt, nämlich, hallo Herr Nachbar, welche Soße? Super Idee, dann auch hier in diesem Jam Grill seit 1996, steht ja auch überall dran. Berner, du bist hier schon sehr lange. Wann bin ich eingestiegen? So knapp 18 Jahre sind es jetzt her. Hat alles angefangen mit dem Angebot von meinem Schwager. Suchte Mitarbeiter und ja, so bin ich hier eigentlich nur mit ein paar Stunden. Aber jetzt mittlerweile sind es mehrere Stunden geworden. Du bist ja jetzt nicht 18, du bist ja ein bisschen älter schon. Es wäre toll, ja, wenn ich 18 wäre. Aber die Entscheidung, deinen alten Job zu verlassen und dann als Dönerverkäuferin anzunehmen, hast du dich damit schwer getan? Nö, nicht wirklich. Ganz selbstbewusst kann ich sagen, ja. Es gibt ja nicht viele Frauen, die Döner verkaufen. Mhm. Das höre ich auch sehr oft. Ich bin in Westdeutschland groß geworden. Als ich nach Berlin kam, hatte ich den Eindruck, hier ist alles schmuddeliger als in Westdeutschland. Auch der Döner, obwohl er ja der Legende nach von hier stammt. Ich bin 1977 nach Berlin gekommen, West-Berlin. Und was damals zum Essen angeboten wurde, in der Gastronomie, aber auch in den Metzgereien und Bäckereien, das war katastrophal. In der Situation war tatsächlich der Döner, auch für mich damals als Student, in der Rettung in dieser kulinarischen Wüste. Vielleicht kommen wir später dazu, also wie die Berliner es geschafft haben, mit ihrem schlechten Geschmack den Döner wirklich auf die schiefe Bahn zu bringen über Jahre und der Döner einen Qualitätsverlust erlitten hat, der dann später umgekehrt wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. Ach, du kannst jetzt schon gerne erzählen, weil ich habe ja schon vorhin gesagt, mir ging es ja in den 90er Jahren so, dass ich das Gefühl hatte, das ist hier alles ein bisschen nicht so doll. Also man muss ja erzählen, als der Döner aufkam, Kreuzberg, es war dann Dönerstände, die vor allem für die dörische Community verkauft haben. Die haben sich natürlich nur guten Döner gekauft und gegessen. Aber die Berliner haben das für sich entdeckt und je mehr Berliner den Döner gegessen haben, desto schlechter wurde der Döner. Desto höher wurde der Anteil von Hackfleisch, desto schlechter wurde das Fleisch. Es wurde so schlecht an die Qualität, dass es eigentlich am Schluss eine Bulette am Spieß war. Also eine große Bulette am Spieß mit viel Geschmacksverstärker, Phosphaten, mit allen möglichen drin. Das war so schlecht, dass die Dönerhersteller nach Hilfe gerufen haben, um die Dönerbranche von dem schlechten Geschmack der Berlinerinnen zu schützen. Und es wurde dann 1989, vor der Maueröffnung noch, eine Kommission ins Leben gerufen. Die haben in der TU getagt. Und dann gab es eine Berliner Verkehrsauffassung zur Inbringung des Verkehrs von Dönerkebab. Und da ist festgelegt, welches Fleisch drin sein darf, welche Gewürze drin sein sollen. Bestimmte Qualitätsstandards wurden festgelegt. Das war die Rettung, die Selbsthilfe, die die Dönerindustrie ergriffen hat, um den Markt vor dem schlechten Geschmack der Berliner zu schützen. Cem ist alevitisches Versammlungssaal oder auch ein Bethaus, wenn man so will, aber eigentlich ein Versammlungssaal und hat was mit einer Philosophie zu tun, also von Willkommen, von Solidarität. Das steckt ja eigentlich hinter dem Namen, hinter Cem-Grill. Und man merkt auch, wenn man reingeht, dann wird man eben anders behandelt. Das Döner-Universum ist vielfältig und wir sind jetzt hier im Jam Grill. Das spreche jetzt mal an. Das heißt, der Jam Grill ist gar nicht benannt nach dem Jam und der Jam heißt gar nicht Jam? Nein, der Jam heißt wirklich nicht Jam. Aber 99% der Kunden kennen ihn nur unter Jam. Alle rufen ihn Jam. Mhm. Und es ist zwar ein bisschen doof, weil wir über ihn reden, auch wenn er muss halt jetzt arbeiten, aber einer muss ja arbeiten. Du hast mir vorhin erzählt, dass der Jam, der nicht der Jam ist, relativ spät nach Deutschland kam. Also er ist keine klassische Gastarbeiterbiografie, sondern er kam eben erst in den 90ern nach Deutschland. Ich glaube, um ganz genau zu sein, 89, mit der Heiratsschließung meiner Schwester, ist er dann nach Berlin gekommen und hat eifrig eine Schule besucht, um die Deutschkenntnisse zu erlernen. Und irgendwann mit Erlangen der Arbeitserlaubnis fing er dann an zu arbeiten. Als Lieferant für Fladenbrote
Und dann ist es so entstanden, dass er gesagt hat, hey, wieso kann ich nur Brote ausliefern? Ich kann auch dahinter stehen und das machen. Ne? Mhm. So ist es entstanden. Mhm. Eberhard, du hast ja in deinem Buch unter anderem die These, dass der Döner-Imbiss ein komplett unterschätztes Objekt der Integration ist. Die ganze Dönerindustrie ist ja in dem Kontext entstanden von Familienzusammenführung. Und der Dönerimbiss war ja so eine Art Überlebensstrategie für Menschen, die neu nach Berlin kamen und erstmal keine Arbeitserlaubnis hatten und aber nachweisen mussten, dass sie selbst irgendwie finanzieren. Familien dann also mit Dönerimbissen und dieser ganzen Infrastruktur sich Arbeitsplätze geschafft haben. Und das war übrigens der Grund, weshalb der Döner auch relativ billig war in der Vergangenheit, also weil es mit einer hohen Selbstausbeutung in der Familie passiert ist, was wieder ein Profit war für die Mehrheitsgesellschaft, weil sie ein billiges Essen bekommen hat. Also das heißt, die türkische Kultur, die hat selbst etwas geschaffen, sich in diese Gesellschaft ökonomisch, gesellschaftlich zu integrieren. Du hast geschrieben, dass der Beitrag zum sozialen Frieden, den die türkischen Einwanderer geleistet haben, der Dönerimbiss ist. Es sind ja sehr viele jüngere Leute hier oder auch Leute, die möglicherweise hier im Osten groß geworden sind. Man muss schon nochmal daran erinnern, wie dieses Westdeutschland und auch West-Berlin in den 70er Jahren war und in den 80er Jahren. Das war wirklich nicht lustig. Die Stimmung von Rassismus gegenüber vor allem den Eingewanderten aus der Türkei war absolut abweisend. Und die Mehrheitsbevölkerung hat so ein völkisches Denken gehabt, also die sind nicht Teil hier und so weiter. Das heißt, die Mehrheitsgesellschaft musste so langsam in die neue Situation geführt werden, dass dieses Land ein Einwanderungsland ist und Berlin eine Einwanderungsstadt, also West-Berlin damals. Und die Dönerbranche, die ganzen Imbisse, die Gastronomie hat natürlich die Häufigkeit des Kontaktes zwischen der Mehrheit und der Minderheit erhöht. Also, ich habe gar nicht mal nachgedacht, Dönerin als soziale Infrastruktur, die Leute, die man fahren muss, dass die Nazis in den Dönerin. Haben wir völlig ohne Probleme Döner gegessen, waren weitgehend freundlich, weil was irgendwie eine total absurde Kiste ist, aber irgendwo auch eine total gute Kiste ist. Mhm. Und total interessant, über den Aspekt soziale Infrastruktur Döner da machen. Absolut. Also ich will das nicht überbewerten, ne, dass am Imbiss dann wie die Freude Eierkuchen und so. Aber die Minderheit, die am meisten abgelehnt wurde, nämlich die aus der Türkei in den 70er, 80er Jahren, hat das so nachhaltig betrieben mit dem Dönerimbiss, dass der Döner heute das Nationalgericht Nummer 1 der Deutschen ist. Ja, und mein Eindruck ist auch, es ist ja tatsächlich ein riesen Exportschlager, also Made in Germany Kebab ist, kann man jetzt schon sagen, weltweit doch, du sammelst da ja auch fleißig Dönerpostkarten, wie ich deinem Instagram-Account entnehme, und tatsächlich steht ja dann auch manchmal Made in Germany oder Berlin, und mein Eindruck ist, die Leute schmunzeln da etwas drüber, aber nicht so, wie man früher über Haxe mit Sauerkraut geschmunzelt hat, sondern weil sie natürlich wissen, es ist tatsächlich Germany, aber es ist ein Symbol für das Einwanderungsland Germany. Er kommt natürlich ursprünglich aus dem Osmanischen Reich, aus der Türkei, also hierher. Die hier Eingewanderten haben also den Dönerkebab entwickelt, aber in dem permanenten Austausch mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, der Dönerkebab, wie er hier verkauft ist, den gibt es so in Istanbul oder in anderen Städten nicht oder kaum. Also das heißt, es ist ein eigenes Produkt, was die deutschen Einwanderer hier in Berlin entwickelt haben und dann nach Europa exportiert haben. Die ganzen Verfahrenstechniken, die wurden von Menschen hier, von Deutsch-Türken entwickelt. Die ganzen Spieße, die hier produziert werden, werden nach Holland, Schweden, Spanien und sonst wohin exportiert. Also beispielsweise Spanien nimmt der Dönerkonsum im Sommer immer um 30%, 40%, 50% zu in die deutschen Touristenpreise. In Antalya, in der Türkei, nimmt der Dönerkonsum zu, wenn die Touristen aus Deutschland da sind. Berner, wie ist das bei euch? Habt ihr auch vorwiegend deutsche Kundschaft? Ich würde sagen, 50% sind sie deutscher Herkunft und 50% aus aller Welt. Mhm. Prenzlauer Berg ist sowieso sehr multikulturell. Und wie hoch ist der türkische Anteil? Der nimmt tatsächlich etwas zu. Also die Türken entdecken den Döner sozusagen. Ja. Ja, wir müssen jetzt allerdings zum Schluss kommen, auch damit der Dönerladen wieder ordentlich funktioniert und wir hier nicht den Platz unnötig besetzen. Ich bedanke mich sehr, es war wahnsinnig toll. Wir haben sehr viele Einblicke gekriegt. Das gilt eigentlich nur eins zu sagen, kauft natürlich Eberhard Seidels Dönerologie und kauft Döner, vor allem bei Cem Gedin. Wir haben zu danken. Vielen Dank. Wir danken.